Na, dann mal schauen, was wir mit dem neuen Gerät so anfangen können. Wechsel auch wieder über C. Bleib mal beim normalen Gewehr noch. Granaten haben wir gut einige gefunden. Wow. Oh, der schießt wohl auch mit ein paar Raketen. Zwei Schuss. Da liegt er aber auch da nieder. Schnell noch das alles einsammeln. So, jetzt irgendwie wieder... Ah, da hoch. So, da haben wir Schrotflintenmunition. Oh oh. Ich glaube, das ist eine Sache für meinen... Scheiße! Mein Messer. Ich wollte nur gucken, ob da irgendwie was anderes drin ist. Schade. Und da unten liegt was. Schrotmunition. Oder Raketenmunition. Egal, erstmal das Ding platt machen. So, wird uns das nicht mehr weiter in Ärger bringen. Da, da, da. Raketen, Raketen. Ich will Raketen. Oh, das ist ein Lademagazin, sehe ich gerade. Da kann man mehrere hintereinander schießen. Auch nicht schlecht. Oh, alles klar. Wenn ich jetzt nur nochmal schön irgendwie hier hochkäme. Scharfschützengewehrmunition. Dafür bin ich hier rüber. Ich glaub's ja nicht. Hätte ich mir schenken können. Beschwerlicher Weg wieder nach oben durch. Und rein da. Kann ich hier noch was finden? Bisschen Ausrüstung. Und die Sahara wird zu einem grünen Paradies. Casablanca, 13. November 1960. Sie haben die glänzenden Monolithen bei ihrem Überflug vielleicht schon gesehen. Doch nur wenige wissen, um was es sich dabei eigentlich handelt. Wir testen eine Technologie, mit der es möglich sein wird, aus anderen Planeten Orte zu machen, an denen wir leben können. Taite und Raumfahrtingenieur Faust... Das und ist der irgendwie wild. Witzlos, teilt Raumfahrtingenieur Faust in einem Gespräch mit. Der seit einem halben Jahr in der Wüste wohnende Faust beschreibt das unglaubliche neue Forschungsprojekt als Impulsgeber für die Zukunft unseres Volkes. Wenn die Sahara in einen üppigen Garten Eden verwandelt werden kann, warum dann nicht auch der Mars oder die Venus? Es bietet sich unzählige Möglichkeiten, merkte der Raumfahrtingenieur an. Sie haben also mittlerweile das Gefühl, sie müssten Gott spielen. Wie so oft. So, jetzt da nächster Waggon. Gehen wir da durch. Müssen wir wohl, ja? Wagt er sich, mich anzugreifen? Ah, vielleicht sollten wir da hinten mal noch gucken. Jawohl. Enigma-Code. Ich sehe keine Panzerhunde oder dergleichen. Das ist doch schon mal eine positive Nachricht. Aber die Brücke hält auch nicht mehr so lange. Doch, jetzt sehe ich Panzerhunde. Verdammt. Zu früh gefreut. Wie es aussieht. Über die Strebe. Und neues Tagebuch. Die Soldaten des Regimes sind scheinbar aus Speck. 9 von ihnen verbrannten bei lebendigem Leib in einem Abendlokal. Mit Vorhängeschlössern und Benzin lässt sich eine Menge erreichen. Vater konnte das Benzin an meinem Mantel riechen. Ich habe ihn angelogen. Er darf auf keinen Fall etwas erfahren. Er ist zu sensibel. Und die Nummer 15 haben wir aber auch noch nicht und die 14 auch noch nicht gehört. Dann fangen wir mal von vorne an. Ramona schreibt, ich lebe noch. Aber das Baby ist weg. Nach dem Wochenende arbeite ich wieder. Meine Patienten warten auf mich. Und ich muss noch ein paar dieser Verbrecher töten.
Die Soldaten des Regimes haben schlechte Reflexe. Ich habe einen von ihnen an einer Ampel überfahren. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es war am helllichten Tag und es gab Zeugen. Ich fuhr davon, so schnell ich konnte. Ich darf nicht mehr so oft zuschlagen, sonst erwischen sie mich. Ja, wahrscheinlich würden sie dich erwischen. Wenn man so 10.000 platt macht, ist das auch kein Wunder. So, Medis rein. Granaten, Granaten. Warum kriege ich so viele Granaten? Und so wenig Gegner. Das stimmt doch was nicht. Ach, Geschützturm. Okay. Waffenwechsel. So, Geschützturm weg. Nachladen. Ab, komm schon. Ab mit der Rübe. Immer wieder nett, dass manche mehr aushalten als andere. Oh, scheiße. The bad ones. Ha! Drei Raketenschüsse. Mann, aber auch diese. Liebreizenden Freunde Blatt. Na, wie viele Tontauben wären es denn heute? Ich glaube, wir haben sie jetzt alle. Und Sturmlauf. Dum, 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 dum. Was liegt da noch rum? Ein Stück Rüstung. Sehr nett. Warum blinkt der? Die Ladung dort ist auf jeden Fall gesichert. Mal sehen, ob wir mit dem großen Baby hier noch was anrichten können. Feinde sind gerade alle tot. Rüsten wir uns neu aus. Danke für die liebe Moon. Ein bisschen Rüstung. Oh, und da müssen wir anscheinend hoch. Weg mit der Waffe. Da, der London Nautica Waggon. An Bord Totenkopfs Chefwissenschaftler mit dem Ziel Mord. Ich schnapp mich hier nur dreckiger Regimeraumfahrer. Ja, den wollen wir haben. Tagebuch, Eintrag 17. Die Soldaten des Regimes sind hoffnungslos romantisch. Ich habe einem den Kopf mit einem Hammer eingeschlagen, als er meinen Handschuh aufheben wollte. Welch ein Junge hätte Vater mir das Schießen beigebracht. Stattdessen weiß ich, wie man Kranke pflegt, verschollene Relikte ausgräbt und wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Ich würde so gern einen Soldaten kennen. Er könnte mir beibringen, kein Mitleid zu fühlen. Er würde mich verstehen. Ramonas Tagebuch hört sich verdächtig an nach ihr eigentlich so ein bisschen. Ja, auch Krankenpflegerin und Wesen. Laserkraftverbesserung, Zielsucher. Das Laserkraftwerk wurde mit einem Zielsucher verbessert, der es ermöglicht, mehrere Gegner gleichzeitig zu verfolgen, zu erfassen und auf sie zu feuern. Der Einsatz des Zielsuchers führt zu einem höheren Batterieverbrauch. Ah, cool. Ja, das ist geil. Scharfschützengewehr. Wow. Hundi. Heieieieiei. Hat der mich erschreckt, der Knabe. Was haben wir denn bitte da noch? Liegt auf jeden Fall was. Jawohl, ein goldener Kompass. Nehmen wir doch gerne mit. Und
Wie wär's dann auch gerade mit einem Scharfschützengewehr? Uh-oh. Das sieht mir sehr instabil aus. Tja, fast den Arsch ist immer noch nicht ganz den Arsch. Also jammer nicht. Jetzt wird's aber langsam gefährlich. Ha! Gott sei Dank ging's da weiter. Das sieht nicht gut aus. So, der Große ist auch tot. Ah, ein Großer ist tot. Sagen wir es mir lieber so, wie es ist. Schade. Das war's mal wieder mit der Waffe. Na, dann wechseln wir wieder zum Raketenwerfer. Und Tschüssikowski. So, irgendwo haben wir einen neuen Besucher. Da. So, waren das jetzt alle? Ah, nee, noch nicht. Kriech auf den Boden, du Zecke der Welt. Jo, Medikit und Aufladung. Vielleicht findet das Ding ja noch einen Gegner. Wie jetzt? Die Aufladung ist damit komplett schon weg. Ach du Scheiße. Okay, vorher fand ich das Gewehr deutlich attraktiver. Jetzt haben wir hier noch einen Raketenheini. Das heißt, schön in Bewegung bleiben. Wenn ich den nur gescheit treffen würde, wäre das noch eine passablere Angelegenheit. Na komm schon, stirb einfach, Kamerad. Ich glaube, er ist hinüber. Das ist irgendein anderer. Kommen Sie aber mit Tontauben daher, Jungs und Mädels. So, haben wir noch irgendwas, das mir nützlich sein könnte? Hier drin noch ein goldener Hase. Mit Häschens, da kennen Sie sich hier aus. Die lieben Hans und Rüdiger und Franzis. Ja, nicht nur dort. Da oben ist auch einer mit einer schweren Waffe.